So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir machen wieder unsere 18K Dreierrunde. So rum ist es richtig. Und dafür gehen wir auf Custom Local Game, laden unser altbekanntes Preset, was ich angepasst habe. Unendlich viel Zeit. Drei Runden. Was ist Geotastic? Wir werden irgendwo abgesetzt bei Google Street View und müssen genau herausfinden, wo wir sind. Eigentlich muss man nicht genau herausfinden, wo man ist, sondern so gut wie möglich. Aber ich habe den Anspruch, den genauen Punkt zu finden. Und dafür nehmen wir uns unendlich viel Zeit. Dafür machen wir nur drei Runden. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer als die Fünferrunden, die doch sehr, sehr ausgeartet sind in den letzten Wochen. Und deswegen rein in die Dreierrunde. Runde 1. Ja, mal gucken, wo wir starten. Ich bin gespannt. Die letzten Tage war es sehr gut. Deswegen, vielleicht Südamerika, Chile wäre sehr, sehr geil. Okay. Osteuropa vielleicht. Nordmazedonien klingt fair. Ja, okay. Das war jetzt ja nicht... Das Bild war aussagekräftig genug, dass wir hier in der Ecke sind, nicht? Skopje und lustig auch, dass es Oxpna da noch einen Ort gibt, der keinen Doppelnamen hat. Okay, und das geht Richtung Süden. Oh, das heißt, wir sind eher nördlich. Bitola. Warte mal, aber Bitola ist da unten. Das geht nach Westen und das geht nach Osten. Das geht nach Westen. Warte mal. Bitola geht nach Südwesten. Okay. Südwesten und das andere geht eher nach Osten. Das heißt, wir können eigentlich irgendwo an diesem Punkt hier vielleicht wieder sein. Da waren wir gestern auch schon an der A1. Da waren wir hier irgendwo, nicht? Prinep, irgendwo hier waren wir, an so einer Tankstelle. Hier an der Stelle, genau, auf der Straße waren wir gestern, da. Kommt jetzt schon wieder ähnlich. Vitoliste. Das könnte uns helfen, Vitoliste. Wenn wir das sehen. Vitoliste. Wir sind hier. Das heißt, wir sind hier. Irgendwo. Ja. Also vielleicht sind wir sogar, wenn wir nach Norden fahren, kommen wir auf die Tankstelle von gestern. Das sind nämlich die Berge vorne. Ja, ich glaube, das ist einfach hier die Straße runter. Ich würde sagen, wir sind hier irgendwo. Das ist aber schon krass, dass wir zweimal an der gleichen Stelle rauskommen, eventuell. Und das über zwei verschiedene Tage hinweg. Vielleicht ist auch die Abdeckung von dem Gebiet nicht so groß, dass vielleicht nur zwei, drei Hauptstraßen abgefahren wurden. Das kann natürlich auch sein. Und dann landet man natürlich öfter an den gleichen Stellen, wenn das langkommt. Aber auch interessant, dass das Land einfach genommen wird. Ich liebe es immer, wenn die Bilder so gestaucht werden. Und er sein Rad sehr akkurat transportiert auf einem Gemüseschrothaufen. Ja, so würde ich mein Rad auch mitnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr akkurat. Fahren wir weiter. Fehek Pripom. Okay. Der Osten erwartet uns. Der Nordosten sogar. War da ein Stadtname? 40 fahren. Bitte benehmt euch, fahrt nicht so schnell. Da wäre sogar die Flagge gewesen. Ortsname haben wir nicht. Hier vielleicht. Prinlep.
Okay, Prinlip wäre. Wo war das? Hier unten sogar. Okay, könnte auch sein. Krass. Warte mal, dann wären wir auf der anderen Seite. Also hier standen wir gestern. Wenn wir jetzt in Prinlip reingefahren sind, dann sind wir auf der Straße heute. Und gestern waren wir hier. Vielleicht ist nur hier die Abdeckung gegeben dann. Das kann natürlich sein, dass die hier rumgefahren sind. Müsste man halt auf Google mal gucken. Aber gut, es heißt ja nur Region Prinlip, nicht? Network in Prinlip. Ist Prinlip auch der Name der Region? Das ist Frage. Prilip. Okay, Prilip und da steht aber Prilip. Okay. Und das heißt auch Prilip, nicht Prinlip. Naja, gut, lesen ist nicht so meine Stärke. Außerdem kriegt Prinlip irgendwie akkurater als Prilip. Okay. Ich meine, wir sind in irgendeinem Industriegebiet. Das ist auf jeden Fall nicht die Stadt, würde ich sagen. Ja, was können wir jetzt festmachen, wo wir sind? Eine Straßennummer vielleicht noch? Die kleinen Geschäfte, die gibt es oft gar nicht mehr. Oder die standen gar nicht erst drauf. Da muss man viel Glück haben. Ja, okay, pass auf. Na doch, könnte doch die Stadt sein jetzt. Da, das ist doch gut. Wo ist Krusevo? Krusevo. Brot, Mbrot. Krusevo, da ist Krusevo. Und das ist nach Westen. Ja, dann wären wir jetzt hier reingefahren. Dann stehen wir hier. Oder wir sind sogar hier. Und Mbrot könnte denn irgendwo hier liegen. Nein, sehe ich nicht. Novaci. Ich sehe keinen Brot. Ist das vielleicht ein Stadtteil? Ried? Prilip? Tipski? New Corso? Autokorso? Vakorso, Volkoso, Malo, Marul, Bonsche. Das wäre auch Richtung Kovice, nicht? Warte mal. Oder Kosevo. Vielleicht liegt es weiter hinten. Zer, das hatten wir gestern. Weil sonst hätte ich gedacht, dann müsste es ja auf dem Weg hier liegen. Tut es aber nicht. Schade. Belche. Belchemoor. Malo Conjari. Vielleicht was ganz Kleines. Oder so wie gestern, nicht? Der eine Ort war auch einfach nicht eingezeichnet. Es war halt echt mies. Okay. Tja. Wir fahren auch nicht in einer sehr markanten Ecke, nicht? Wo man anhand einer Straßenbiegung jetzt sagen könnte, ah, dieser harte Knick. Der in der Nähe, der muss es sein.
Ja, das kann ich leider nicht lesen richtig. Was mir bei den russischen Schriftsätzen auf jeden Fall aufgefallen ist, Google verwendet andere als die hier teilweise lokal. Und dann, wenn ich dann nicht das lesen kann, sondern nur Buchstaben vergleiche, dann hilft mir das nicht, wenn die andere Schriftsätze haben. Da komme ich halt nicht weiter mit. Das heißt, so ein Euro-Term oder sowas, das könnte ich sehen. Und Market, Euro-Term. Und der liegt nach Südosten. Würde sogar passen. Soweit dürften wir eigentlich noch gar nicht drin sein. Weil dann hätten wir schon eine große getroffen. Ich gehe noch mal eine Zoom-Stufe dichter ran. Forum 2. Megatherm. Anita Möbelgeschäft. Glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir erst hier drin sind. Ja. Vielleicht, wenn wir viel Glück haben, das ist hier aber ja Seltenheit, steht ein Straßenname dran. Vielleicht hier bei den Großen irgendwo. Meistens irgendwo an den Hausecken. Da, da ist zum Beispiel eine. Wenn wir das lesen könnten, aber Google sagt nein. Dann wären wir schlauer. Das ist blöd, wenn man den einzigen Straßennamen nicht lesen kann. Ja gut, das wissen wir schon, das brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur diesen Straßennamen irgendwie. Vielleicht hier einer irgendwo. Ne, die haben auch nicht. Ja, dann. Ja, an den Häusern hier mittendrin wird nichts stehen. Also, wenn wieder eine Straße abgeht, nicht? Das hilft dann auch nicht mehr. Dann sind wir noch weiter weg. Und was ich auch schon hatte, dass die Straße auch anders hieß, als sie dann geschrieben war hier. Und dann bleibe ich erstmal. Oh, da! Das können wir doch lesen, oder? Ah, shit, das steht nicht auf Dings dran. Oder? Heimofachke. Ich meine, wir können mal gucken. Es beginnt mit CB. Okay, die heißen alle Melechi. Ich würde ja sagen, die sind gerade, wenn wir irgendwo waren, hier gewesen. Dann passen auch die Straßennamen nicht. Und hier stehen sie nicht auf Russisch dran teilweise. Die ist blöd. Okay, wartet. Wir gehen nochmal zum Start zurück, oder? Ich speichere hier mal kurz. So, wir stehen ja hier. Und ich bin Richtung Berge gefahren. Dann fahren wir jetzt mal in die Richtung. Wahrscheinlich steht da nämlich gleich der Hinweis, den wir brauchen. Und dann ist alles gut. Hier, Romansa. Romansa. Was ist Romansa? Restaurant?
Supermarket. Warte mal, ist da ein Ortsname, wie der hier heißt? Skonje? Weil das ist wahrscheinlich nicht hier lokal gemeint, nicht? Wie verläuft unsere Straße Südwest-Nordost? Südwest-Nordost. Das passt auch. Können auch weiter unten sein. Aber Bitola können wir nicht sein. Und Prinlab direkt können wir auch nicht sein. Können vielleicht noch eine Seitendings sein, glaube ich aber auch nicht dran. Das Problem ist, Skopje heißt doch die Hauptstadt, heißt Skopje, nicht Skonje. Ich glaube, das ist halt einfach nur falsch. Violiste geht jetzt hier ab nach Osten. Und Violiste war. Das war auch hier irgendwo. Da. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich hier zwischenstehen. Nicht, wir sind da reingefahren und sind jetzt hier. Und das hier ist Romana, nicht? C-A-A, nee, schreibt sich anders. Alpha Auto, Bimfoot. Und das wäre die Stadt, wo wir drin waren. Und wir sind bis zu einer großen Kreuzung gefahren, ja, aber das wäre denn doch da gewesen. Hier ist Megatherm, da waren wir. Ach nee, wir waren ja bei Eurotherm, stimmt. Nee, stimmt, schon wieder verwechselt. Eurotherm stand hier aber nirgendwo. Gut, aber vielleicht gibt's die halt nicht mehr. Alpha Auto. Ich glaube schon, dass es hier das hier ist. Die Straße, nicht? Das ist so, die geht nach da hinten schräg, hier geht es irgendwie da rein. Das sieht schon nach dem hier aus. Da ist das eine Gebäude, da das andere. Und hier hinter kommt halt die große Abfahrt. Und die führt nämlich dann zu Vitoliste. So, dann haben wir das. Und wir starten jetzt vor Wer ist das? Vielleicht können wir es mit dem noch eingrenzen. Das ist doch der Autohandel dann. Ich hoffe zumindest. Plagigo, Piagogo, Conformer, Alpha Auto, Task Force. Gut, die Bilder können alt sein. Von wann sind die? 2019, na gut, das, ob die sich hier halten in der Gegend oder ob die sich ständig ändern. Hier ist auf der anderen Seite auf jeden Fall auch noch was. Miko HF, ja, das ist es, nicht? Ja, die russischen Zeichen passen auf jeden Fall. Das heißt, wir stehen hier. So, jetzt ist die Frage nur, wo ist das hier das Ding? Also unseres geht leicht nach Norden, da wo wir stehen. Wir können das Ding schon sehen, die Einfahrt von dem hier. Und dazwischen kommt nichts mehr, außer die möchte gern Auffahrt zu uns. Die könnte eine Straße sein. Die geht da hinten auch so rum. Okay, da stehen wir. Bango Bongo. 5,27 Meter. Oh, wir sind doch. Das war die Kreuzung. Und das Euro-Term war wirklich hier dieses andere Term. Hätte ich nicht gedacht, dass das das ist. Und die Kreuzung und die Straßennamen haben ja auch nicht gepasst.
wo wir reingefahren sind, nicht? Die hieß auch nicht Bitolska, die hieß irgendwas mit O-A Malabala Bulololo. Sehr merkwürdig. Oder hier Odrisch Polo stand auch nicht dran, oder? Na okay, das könnte dieses OC gewesen sein, aber was waren denn das andere dahinter, die was ausgeschrieben war? Sehr merkwürdig. Ah, wir haben es gefunden und damit geht's in Runde 2. Wo landen wir? Oh, nördliche Marianen oder sind das Guam oder ist das vielleicht sogar bei Amerika? Wir gucken mal. Die Sonne ist im Norden, das heißt, wir sind im Süden. Nee, da ist die Sonne, nicht dahinter. Die Sonne steht genau mittig, aber eher in die Richtung, im Süden ganz leicht. Aber es kann auch Kameraverzerrung sein. Also eigentlich steht sie genau im Horizont. Wenn man anhand der Corona die Linse hat, geht nicht, dann müsste ich sagen, in die Richtung geht die Sonne. So vielleicht eher. Weiß nicht. So. So vielleicht. Dann steht es im Süden, dann wären wir im Norden. Dann wäre es nämlich Puerto Rico oder so eine Sachen. Okay, halten wir mal fest. Domrep. Nicht? Palm haben wir. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber der Sonne vertraue ich nicht 100%. Vielleicht sehen wir noch was Besseres. Es könnte auch amerikanisch Dings sein hier, die Jungferninseln. Projekt Mesa Tavau Tahun. Prost. Tahun. Tahun sollte, ups, mir mehr sagen, als ich gerade denke, wahrscheinlich. Frederikstedt? Tahun. Aber es sagt mir halt nichts. Gut, die Region könnte Tahun nur heißen. Yaja? Yaja war doch immer hier unten auf, hießen die hier nicht Yaja? Oh, welche Insel waren das? Kaya, nee, hießen die Kaya. Okay. Und wo hießen die nochmal Yaja? Wie hießen hier Straßen? Highway Street, nee. Road, auch nicht. Lirio, Kale. Kale, ne? Die sind spanisch. Und die haben auch Kalle und Co., nicht? Kalle, Kalle. Yaja. Oh, Yaja war so, so krass eigentlich, aber wo war das? Yaja. Nächstes Mal muss ich mir das echt merken. Aber ich habe sofort an dieses Kaya gedacht, aber es ist falsch. So, wir haben auf jeden Fall McDonald's und wir haben Linksverkehr. Dann können es ja eigentlich nur die britischen Jungferninseln sein. Asiatische Zeichen. Okay, es wird immer komischer.
Malaysia? Nee, was ist denn das? Stimmt. Jetzt weiß ich, wo Yaja war, aber das passt doch gar nicht. Doch, das würde genau knapp passen. Das war Singapur, oder? Nee. Jin, Cross, die haben auch Street. Und die haben auch keinen Linksverkehr, oder? Wer hatte denn Yaja? Das war irgendeine große Stadt, die das hatte. Yaja. Falsche Richtung, ich weiß. Wir fahren in die richtige Richtung. Public Bank. Also die asiatischen Zeichen sagen mir eigentlich eher, wir sind im asiatischen Raum. Tawau. Gaha Sidrap. Okay, das sagt mir auch noch nichts. TVU. RPKP. Deluxe. Pengda. Chijeng. Okay. Also am Anfang sah es super amerikanisch aus. Nicht die ganzen Autos. Von der Größe her. Ich guck mal nach Kuala Lumpur. Hießen die Straßen hier Yaja? Yalan hießen die hier. Okay. Das war nicht Yaja. Kaya bei der einen, Jalan hier und Jin, nicht? Käse, Pinja. Ah, das passt schon, oder? Malaysia. Auch wegen Linksverkehr. Da muss doch irgendwas dran stehen. Sale, Hardware. United, Equipment. Bento im Minimarket. Wacky Insurance, ne? Hier kann man auch nichts drauf lesen, oder? Top-Level-Domain.com. Wiesmer-Respond. Development-Site. Owner. Hier, da haben wir doch was mal. Die 13 in Rot. In Rot. Ich meine, das könnte auch dieses Orange sein. Das ist die 12, das ist die 14. Und die 13 ist wieder ganz woanders, was? E6. 17, okay. Kann er sich also überall verstecken. Wenn von der Form her passt es. Von der Flagge her würde ich auch sagen, passt es. Und da muss ich mir merken, dass Yaja aber hier war, oder wie das hieß. K1, 1, K17. Where's the 13? Hallo Lytro. Welcome, welcome. Lytro joined the chat.
Und I joined the Unwissenheit. 19. 5. Okay, die 13 muss sonst wo sein. Oder eine kleine Verbindungsstraße nur haben. Das ist kacke. Aber dann würde ich wirklich denken, wir sind irgendwo hier im Ballungsgebiet auf jeden Fall. Beruntung. Wie ist unseres? Irgendwas mit T. Erste Dreierrunde. So sieht's aus. Trirang. Irgendwas mit Tugung oder sowas. 14. Ich meine, wäre ja trotzdem in Nähe Singapur, wo ich auch erst dachte. Temor Lo. Haben wir hier eine 13? Das ist viel zu klein. Also eigentlich denke ich, wir können nur einen Stadtteil oder sowas hier haben. Oh Mann, ich brauche irgendwann mal einen neuen Stuhl, nicht? Der quietscht ohne Ende, aber ich finde einfach keine passenden Stühle. Gerade diese ganzen Pseudo-Gaming- und Bürostühle sind nix für mich. Die dann auch noch viel Geld für nix nehmen. Aber ich hatte ja schon mal einen Stuhl, der ist nach einem Jahr auf dem Müll gelandet, der Gaming-Stuhl. Teuer gekauft für 300 Euro, direkt im Müll. Da habe ich mir auch keine Mühe gemacht, den einzusenden, oder es ist viel zu aufwendig. Dafür sind die viel zu groß. Und der Stuhl hier ist irgendwie jetzt 20 Jahre alt fast. Der ist einfach trotzdem noch tipptopp, aber er ist halt einfach mal durchgesessen. Ich weiß, man könnte ihn polstern lassen, aber das macht halt keinen Sinn heutzutage. Weil es einfach tausendmal teurer ist als neu kaufen. Weil es halt Handarbeit ist und Handarbeit kann kein Mensch mehr bezahlen. Okay, also 13 sehe ich nicht. Sehen wir Lahat Datu. Ich meine, vielleicht sind wir auch ganz woanders. Kubota Zinun Terbang. Terbang hieß das Ding. Kubota Kuala Dungung. Ich glaube, das hilft mir hier noch nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte, ne? Simpang Kubota, ist das irgendwas? Simpang Bogota, Keda, Kelatan, Pang, Yodor, Malakka, Selangor. Ich meine, die haben eh andere Zeichen, nicht? Mit ihrem TPE und Co. Ich weiß nicht, haben die vielleicht eine Insel? Glaube ich ja nicht. Obwohl, warte mal, das hier gehört auch zu Malaysia oder so, nicht? Oh, das wird sein. Deswegen finde ich das nämlich nicht. Terbang. Ja, Lahat Datu. Boah. Hier ist die 13. Ja, da kann ich ja lange suchen auf dem Festland. So eine Scheiße.
Okay, und da geht es hin über die 13 und wir sind bei Kubota. 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 Das kann auch überall sein. Wir waren schon einmal hier in der Ecke. Das war echt übel. Diesmal bin ich auf jeden Fall schneller drauf gekommen, dass die hier noch ein Eckchen haben. Habe ich wieder komplett vergessen, nicht? Ich glaube, Kubota taucht auf der Zoom-Stufe nicht auf. Kann das sein? Ich sehe ganz viele Longs. Turan? Nee, Terbang. Obwohl, ich glaube, wir sind in Turan. Das könnte passen. Weil das ist auf jeden Fall eine gut ausgebaute Ecke hier. Wir fahren mal weiter. IKEA Markus. Nee, IKEA war früher auf jeden Fall gut. Den Stuhl, den ich habe, ist auch ein IKEA-Stuhl. Aber die neuen Sachen bin nicht so der IKEA-Fan. Vor allem IKEA 100 Euro extra Lieferung für einen Stuhl oder sowas. Solange die keinen Lieferdienst haben, ist der Laden für mich halt sinnlos, nicht? Also generell ein Möbelhaus, was irgendwie, ja, der Stuhl kostet 20 Euro, die Lieferung 2500. Was? Ja, die Spedition muss das extra einplanen. Ja, lecken Sie mich. Solche Läden direkt abgestraft. Kawau, Pusat Bandar. Pusat Bandar. War auch keine Straßennamen. Putatan, Kinarut, Tawau. Das Einzige, was wir bisher hatten, ist das hier unten. Da ist Tawau. Okay, warte mal. Wenn da Tawau ist und da Lahat Datu, dann sind wir irgendwo dazwischen. Oder gut, hier werden wir hoffentlich nicht drin sein. Aber dann habe ich eh Sin On. Kuna, Kubota. Vielleicht ein Stadtteil von dem? Sin-On oder so? Sehe ich auch nicht. Aber hier sind halt ganz viele Städte, nicht? Die gar nicht richtig eingezeichnet sind. Das ist Paris. Ah, da sind die Olympischen Spiele gerade. Oh, das ist... Ah, hier, Yaja, okay. Das passt schon mal. Das Wort haben wir jetzt wieder entdeckt. Gut, in die Richtung kommt nichts. Gibt es einen Stadtteil in Tawau, der so heißt? Sin-On? Sin-On, hier. Okay, Sin-On ist hier irgendwie. Hier ist Sin-On. Und irgendeine Straße geht nach Sin-On ab. Hier. Und die geht nach Süden weg. Interessant. Das heißt... Pusat Bandar. Sehen wir das irgendwo? Wie ist das da hinten? Lahat Datu. Okay. Tawau? Ja, und dann müsste davor Basat... Blabla, komm.
Pesari. Sinon. Oder Sinon. Hier ist es, heißt es Sinon, hier heißt es Sinon. Okay, aber ich würde sagen, wir stehen hier irgendwo drunter. Du bist zufrieden mit IKEA, Markus, ja? Wie gesagt, hätten die Lieferung und Abholung alles ein bisschen schöner, dann wäre das wahrscheinlich auch anders. Tahun. 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 Ja, das gibt zu viele Bezirke hier. Da suche ich mich auch zu Tode, nicht? Und manche sind dann auch wieder nur über irgendeinen Landmark gekennzeichnet. Straßennamen hatten wir doch auch irgendwas mit Jala, bla bla. Der kam hier in der nächsten Ecke. Hier. El Berjaja, Berjaja. Und das heißt wahrscheinlich Lorong, nicht? Lorong Berjaja. Hier ist alles Sinon. Hilltop, Ria. Zum Glück heißen die einzelnen Sachen dann immer gleich. Semarak. Was waren? Hates, Ria. Nee, was haben wir hier hinten noch? Mava, Seroja. Wir suchen dann hier quasi Bär. Bunga. Und das hier ist zu krass besiedelt. So dicht sind wir nicht drin, würde ich sagen. Aber ja, okay, wenn ich hier ranzoome, tauchen auch noch Straßennamen aus. Gerade von so kleinen Ecken. Da muss man dann richtig gucken, ob die da schon Namen haben oder nicht. Ah. Okay, wir brauchen eine große Straße und von der den Namen. Siehst du das genauso? In etwa so wie ich? Ah, ich sollte auf jeden Fall zu DSDS gehen, nicht wahr? Gibt's das eigentlich noch? Ich habe das irgendwie vor wann? Vor 17 Jahren das letzte Mal gesehen. Dieter Bohlen lebt auch noch, oder? Oder ist er auch schon weg? Jada. Steht auch nirgendwo. Hier. Taman Berjaja. Taman Berjaja. Taman. Taman? Okay, Taman heißt Stadtteil wahrscheinlich. Berjaja suchen wir halt. Hier ist Berkeley. Jambu. Jamba Spabo. Hier ist Sinon. Sabindo. Tingtang. Tingtong. Guanzun. Besser als zu spät. Berjaja wäre mir auch vorher schon aufgefallen. Das heißt, das sehen wir nicht. Vielleicht ist es halt doch woanders. Heißt hier irgendwas Berjaja? Hier ist noch irgendwas Größeres.
Aber ist auch zu klein. Wir sind schon in was Großen. Es passt hier schon ganz gut. Berjaja Banda. Hier ist auch nichts Berjaja. Wir gucken mal in der ganz, in der hier. Vielleicht heißt hier was Berjaja. Taman Berjaja. Taman irgendwas. Hier ist auf jeden Fall ein Baru, aber kein Beru. Lulung. PS Laundry, ja, das brauchen wir. Ballroom. Das hilft nicht, das hilft alles nicht. Das wird was ganz Kleines sein in unserer Ecke. Das wird hier sowas sein halt. Und dann am besten noch so eine Kurve hier einfach nur. Da ist ein McDonald's. Vielleicht können wir es über das McDonald's machen. Wie viel McDonald's werden die haben? An der großen Straße, die nach West-Ost geht. Hier ist McDonald's. Hier sind wir. Hier ist Berjaja. Sofort übers McDonald's gefunden. Das ist krass. Okay, das hier ist Berjaja. Mega Jaja. Und die Straßen heißt nur Berjaja. Und wir stehen in der wie viel Berjaja? Also, wir haben eine, die geht nach Osten. Dann würde ich sagen, stehen wir hier was? Weil die hier geht denn einmal rum? Nee, die geht nicht rum. Also nach Osten haben wir eine. Haben wir ein Ding, was nicht mehr weitergeht. Aber da, wo wir stehen. Geht's hier auch nicht weiter? Ah, hier geht's nicht weiter. Es sah so aus, als ob es weitergeht, aber es ist eine Auffahrt. Alles klar. Ja, dann stehen wir hier in der. Dann müssen wir jetzt nur noch zählen, die wievielte. Die zweite ist es, ne? Oh, das hier ist die südlichste. Eins, zwei, dann müssen wir hier wahrscheinlich stehen. Wenn nur noch eine kommt und das ist dann die hier. Aber was mich wundert ist, dass es die nicht gibt. Das ist aber die Straße hier. Das hatten wir gestern schon das Problem. Okay. Kfz-Fachgeschäft. Nicht, dass ich sehen würde. Okay, Nord-Süd passt auch. Einloggen, Bengabongo, 2,25 Meter. Hallo, Pilvi. Jemand klaut deinen Stream auf YouTube? Nee, nee, bin ich selber. Also, sofern der Kanal Larry heißt, Larry Vane, dann bin ich das. Ich mache Multistreaming, vertikal, horizontal und auf Twitch. Aber danke für den Hinweis. Das ist ja durchaus ein Problem, nicht wahr? Lieber einmal zu viel gefragt, als einmal zu wenig, nicht wahr? Danke, danke. Und willkommen. Was verwirrt, was hochkant war? Ja, das mache ich absichtlich, weil die Sichtbarkeit im vertikalen Handyformat einfach gigantisch ist und du die meisten Leute erreichst, weil die meisten natürlich auf dem Handy einfach swipen. Leider ist natürlich das Format nicht so gut für Gaming geeignet, muss man auch so sehen, aber genau. Ich bin ja technologisch weit fortgeschritten, deswegen kann ich das auch mal machen, hab die entsprechenden Plugins eingerichtet und ja, muss ich mal gucken, ob ich irgendwie bessere Layouts noch finde,
Aber aktuell bin ich mit dem eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, ich krieg's eh nicht breiter hin. Nicht das 16 zu 9 in ein 9 zu 16 zu kriegen, ist halt einfach ein Problem. Was man auch kaum wegkriegt. Aber Handys haben ja auch eine bessere Auflösung und große Displays. Deswegen sieht man auch schon wieder fast genauso viel wie am Rechner, wenn man eigentlich gut hinguckt. Desa Perlu. Kap Monola Utara. Wenn ich Utara lese, kriege ich schon richtig Plack. Oh, Utara. Utara Hiro. Irgendwo. Indonesische Flaggi. Wir Indonesien sind. Wir wahrscheinlich hier irgendwo sind. Wir gucken in die Sonne. Die steht im Tja. Leicht im Süden, also sind wir ganz knapp im Norden. Das heißt irgendwo hier. Ja, ich würde sagen, wir sind hier irgendwo. So, Mori Utara. Einfach drehen, ja, drehen. Das habe ich auch schon gedacht, ob es nicht noch ein Plugin gibt. Also du brauchst ein Plugin für horizontal, ob es nicht für Landscape-Mode auch noch ein Plugin gibt, sodass du dann da auch noch mal, wenn der User das dreht, das anders anbieten könntest. Das wäre auf jeden Fall noch eine Überlegung wert, weil dann würde man wirklich gut was raufkriegen. Das wäre eigentlich das sinnvollste Format. Morvalni Utara, Kilmati Timo Utara. Wie heißen die hier? Veskalimati. Da denke ich immer an Kalimari Fritti. Oh, die hatte ich lange nicht mehr. Oh, so eine richtige Knoblauchsoße. Eventuell, wenn wir IRL zum Weihnachtsmarkt gehen, da ist oft ein Fischstand. Und der war echt teuer die letzten Male. Ich hoffe, der ist wieder runter mit seinen Preisen gegangen. Aber 13 Euro für so eine kleine Schale Calamari Fritti, die vorher 6 Euro gekostet hat, die konnte er sich letztes Jahr in die Haare schmieren. Wenn er da nicht mit dem Preis runtergeht. Der Stand war auch nicht wirklich voll, die Sachen lagen da schon lange dann rum. Da hat man dann natürlich auch Lust, 13 Euro für auszugeben. Aber okay, also das hilft mir nicht. Mori Utara ist ein guter Hinweis, wenn wir wissen, in welcher Ecke wir sind, um das nachher einzugrenzen. Aber jetzt erstmal hilft es nicht. Wir sind auf jeden Fall im Hochland eher. Aber das geht hier ja innerhalb von Sekunden auch runter. Ich fahre mal lieber Richtung Süden. Hier stehen auf jeden Fall Sachen gut dran, auch auf Englisch. Das heißt, könnte eine touristischere Gegend sein. Hilft auf jeden Fall. Maridam Sané. Ja, Sané vor Win, nicht? Membangun. Ich komme hier nicht voran, er lässt mich nicht weiter. Halli, hallo, Hallöchen. Demokrat. Vor allem, ich glaube sogar, falls irgendjemand meinen Account restreamen würde, könnte er sich keinen schlechteren Account auf der Welt ausgesucht haben. Dann wäre das sogar noch hilfreich für mich, nicht wahr?
Aber ja, ich heiße nämlich auf jeder Plattform gleich Larry Wayne ohne E. Und da findet man mich eigentlich immer drunter. Da kann man mir folgen, da kommen täglich Shorts, da kommen täglich... täglich nicht, alle zwei Tage kommen Shorts. Täglich aber Streams auf Twitch, hochkant und auf YouTube. Aber kein oder sehr wenig Zuschauer, von daher macht das eigentlich nicht Sinn, dass dieser Account dann irgendjemand sich hernimmt und restreamt. Aber hey, für die Sichtbarkeit, für mich persönlich wahrscheinlich sogar sehr gut. Dann blendet man einfach den Namen in mich ein und dann hilft das auch. Ich meine, sowas kann man auch nicht verhindern und das ist eigentlich auch total egal. Und im Zweifel, wenn der andere Account mit dem eigenen Content irgendwann groß geworden ist, dann sagst du, Hallihallo YouTube, ich möchte den Account bitte haben und dann hast du einen dicken, fetten Account. Also sollten die anderen doch die Arbeit machen, im Zweifel, und dann greift man am Ende schön ab. Gibt's hier viel Geotastic oder noch was anderes? Hier gibt's eigentlich eine bunte Mischung, Geotastic meistens am Wochenende und ansonsten Aufbauspiele, würde ich es grob benennen, Simulationen, wobei nicht die so Autorennen-Simulation, sondern so, ja, ich baue was auf Simulationen vielleicht eher noch. Worker Resources ist zum Beispiel so eins der Hauptgames. Einfach mal auch auf den YouTube-Kanal, Hauptkanal gucken und welche Let's Play ich aktuell so in der letzten Zeit gemacht habe. Dann hat man, glaube ich, einen sehr guten Eindruck davon, was es so gibt. Auch Retro-Spiele ganz gerne, Pizza Connection 1 oder so. Ich muss sagen, Pizza Connection 1 ist erstaunlicherweise die drittbeste Playlist, die ich insgesamt auf meinem Account habe. Die kriegt wesentlich mehr Watchtime als alles andere. Das ist echt verrückt. Tahun Angaran. Desapeleru. Hilft mir alles nicht, oder? Das hilft mir alles nicht. Das wird jetzt eine schöne lange Runde werden. Und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut in der Folge. Weil das wird lange dauern und ja, dann sehen wir uns zum zweiten Teil gleich wieder.